Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Koop Couch. Ich habe zu früh X gedrückt, deswegen sind wir jetzt schon direkt in der Cutscene drin. Ich bin dran. Du hast krass gemenschelt in der letzten Folge. Möchtest du etwas dazu sagen? Es gab irgendwie 80.000 Hinweise, dass ich eine hier die komische 90s-Doktorin hätte zurücklassen sollen. Nicht mal ich weiß ihren Namen. Aber ich habe... Oh, wow, da ist sie wirklich unwichtig. Aber ich habe mich gesträubt, ich wollte ihr helfen, ich wollte sie irgendwie durchbringen, auch weil, wenn sie ziemlich kanti und passiv-aggressiv zu mir war. Aber ja, ich glaube an das Gute im Menschen und auch wenn sie lange kein Mensch mehr ist. Aber ja, genau. Oh. Und jetzt sind wir bei Fabs angekommen. Oh Gott. Du darfst dir nicht das Genick brechen lassen. Ein Glück haben wir das gesehen. Oh, ich wollte gerade sagen, er ist im Bann von Vecna. Aber gut. Was? Wer? Das war eine Stranger Things-Anspielung. Ach so, oh wow, okay, wow, Entschuldigung, natürlich. Okay, ja, macht nix, ist okay. Jetzt weiß ich auch, wie du meinst. Du kannst doch nicht einfach so die... Ey, ich bin schon so schlecht im Namen, Mann. Ach so. Ich untersuche Dinge. Ich untersuche rechts, ich untersuche links. Oh, so richtig rum. Ach krass, ein Radio. Ja, von Stranger Things habe ich mir echt neben Elf eigentlich nur Eddie gemerkt und das ist mein absoluter Lieblingscharakter, muss ich sagen. Mit Abstand. Sie fälscht eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Hab mir auch sofort ein T-Shirt bestellt, muss ich dazu sagen. Ja. Vom Hellfire Club. Da wir jetzt eh so am Exploren sind, oder geht's jetzt direkt wieder weiter? Wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte Gleichgewicht. Da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! In dem Game. Hätte er Luftunterstützung erwähnen, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Ah, okay. Siehst du, wenn man das im Deutschen sagt, in den Arsch gefickt vom Obermacker, weißt du, es ist einfach, es kommt einfach nicht so, ich finde, es kommt im Deutschen sehr viel. Das ist auch keine, was hat er dann im Original gesagt? We're screwed, wahrscheinlich, oder sowas. Ja, genau. Ja. Oh, noch eine Tafel. Weißt du, und deswegen ist das irgendwie, ich finde das irgendwie, das sind so Gründe, warum ich sage, lieber auf Englisch als auf Deutsch. Weil das einfach so nicht authentisch rüberkommt. Das ist einfach in den Arsch gefickt. Das ist einfach... Nee. So redet niemand. We're screwed heißt einfach... Es ist halt wirklich einfach... Es ist halt einfach... Keine Ahnung. Ich find das zu niveaulos dann. Finde ich. Also ich mal sag diejenige, die am meisten flucht hier. Ich wusste es. Vampire. Jetzt ist es klar. Vampire. Aber ich lese es vielleicht nochmal quer. Vielleicht, also das scheint... Flatterviecher. Das scheint tatsächlich wichtig. Halt, behalt's doch in der Hand. Van Hüten. Was? Und dann machen sie, um sich an uns zu laben. Den Akkadern waren sie ein Begriff. Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde, ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotaurus, der Vampir. Wunderbar. Also ich bleib bei dem Wort Flattervieh. Fledervieh. Was? So, einmal kurz gedreht. Schön. War schön. Da geht's lang. Welch Kür. Hast du das schon gelesen? Ja, da stand irgendwas eher, eine Nummer stand da drauf. Ich hab das Gefühl, da geht's weiter, da fühle ich mich sicher. Okay, that was absolutely pointless. Good. Immer wenn ich mit Nick unterwegs bin, weiß ich nicht wo lang. Das hat sowas von System.
Aber da hinten war ich doch schon. Ich habe auch völlig vergessen, wo wir herkamen. Nee, stimmt, da kamen wir her. Von dem, von der Tür. So, da ist doch noch was. Ja. Oh, sehr schön. 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Die wurde auch gekratzt, oder wie? Mhm. Okay, das ist aber auch eine Sackgasse. Oh, ich würde so gern rennen können, einfach. Saugt doch ein bisschen die Atmosphäre aber ein. Ich war doch hier an der Stelle und dann bin ich... Ging es hier auch nicht da weiter, ist, oder was? Das Radio. Und was war... Achso, da war die Karte. Ja, da war ich schon. Ja, das Radio habe ich gesehen, die Karte. Ich bin tatsächlich schon wieder zurückgelaufen. Das ist wirklich Tradition hier. So müde, dass du die ganze Zeit... Entschuldigung, es ist einfach so, es zieht sich wie Gummi, also tut mir leid. So. Van Hüten. Ja, das haben wir... Oder nicht? Nobody knows. So, hier geht's nee, auch jetzt nicht gehst du wieder zurück, um Gottes Willen. So, da jetzt hier weiter, ja, ne? Also... Okay, also bin ich wirklich komplett falsch gegangen. Also hier warst du aber eigentlich auch schon. Ja. Habe ich mir das angeguckt? Nobody knows. Nee, offensichtlich nicht, weil da steht doch eine Kaffeetasse drauf. Krankengeschichte. Ah, das ist die Krankengeschichte von Mary. Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigen keine Wirkung. Kurze Phase. Zwei Tage seit Kontakt zur Kreatur. Okay. Dunkelheit, könnte die Farbe rot schmecken. Verliert das Bewusstsein. Ha, aber siehst du, dann ist es gut, dass ich die andere doch gerettet habe, weil die hatte ja zwei Tage lang schon Kontakt zur Kreatur. Ja. Und dann ist sie vielleicht erst geturnt, nobody knows. Aber dann ist es gut, dass ich die andere noch mitgenommen Sehr habe. Sehr gut. Hoffentlich. Gut, also, gut gemacht. Wenn diese Story stringent ist. Genau, und da waren wir auch schon. Ja, jetzt aber wohin? Da komme ich her. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso bin ich denn zu dumm, um hier irgendwie... Da. Was? Kannst du da lang? Nope. Okay. Obwohl das der interessant... Also wenn ich wirklich da wäre, wäre dieser Weg am interessantesten. Ja, wenn ich da wäre, würde mich keine 10 Elefanten So, da komme ich ja wie gesagt her. Hier lang kann ich auch. Was ist denn schon wieder los? Warum kriege ich denn eigentlich immer die Wege, wo ich nicht checke, wo ich lang muss? Ja, das gibt's doch einfach nicht. Nein, bitte geh nicht nochmal da hoch. Ja, aber wohin denn sonst? Weiß nicht, geradeaus zu, ich weiß nicht. Also links. Das ist rechts. Da geht's nicht lang. Nein, da geradeaus zu. Was, hier? Lenk du mich. Da rechts. Kann man da irgendwo lang? Nein. Das muss doch jetzt wieder hier sein. Da kommen wir her. Nee, wir kommen da doch von da hinten. Das, ich nein, dachte, wir kommen von da hinten. Nein, der läuft da die Treppe runter, so fängt es an. Okay, und dann bin ich hier lang gelaufen.
Also, da gehe ich jetzt zum dritten Mal jetzt hin. Hast du die Karte schon angeguckt? Ja. Kannst du das Radio als Sauer benutzen? Nein. Das habe ich auch schon gemacht. Doch, siehst du? Lol, oh Mann, ich habe es mir doch angeguckt. Ja, einmal. Aber ja, ist dann halt auch, du weißt ja, ich meine, dann weißt du ja nicht, dass du irgendetwas, was du schon mal angeguckt hast, nochmal angucken musst, damit du weiter musst. Das Ding wurde doch sabotiert. Wer denn jetzt her? Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Gute Arbeit, Sergeant. Immerhin einer, der hier Arbeit macht, ey. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauch. Wo ist mein Feuerzeug hin? Das hat Rachel. Was geht's? Ah, das hat er geschnallt. Okay. Kurs aktualisiert. Von selbst. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Ja, voll blöd. Hast wohl Pech gehabt. Nee, du auch, Diggi. Ah, diese ganzen Reaktionen machen mich fertig. Das ist alles so gestellt und unecht. Oh. Der lebt immer noch. Wie oft muss man den eigentlich verprügeln? Dem wurde in die Brust geschossen. Ey, der Typ hat voll was in die Lunge gekriegt. Das ist, ach... Guck mal, der läuft einfach, der spaziert da mit einer fucking Schuss und in der Brust rum. الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يكمدوا. لا لا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. تجننت. دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك هو ده العدو الحقيقي سليم انت اتجننت اسمعني ارجوك اسمعني قتلوا الامريكان كانوا هيقتلوننا اسمعني انا شفت غول بعيني دول وقتلت واحد اخلص وامشي ورايا انت سامعني خالص لا انت اسمعني دلوقتي تجيب اون كيكس يا اما خليك هنا وتعفن اختار الله يلعنك وحد لنفسك انا هقعد هنا geil jetzt ziehen die alle Fliederviecher an alter Schwede das ist richtig unangenehm. Ja, also fände ich jetzt auch gerade nicht kampfbar. Ich brauche mehr Zeit! Tja, Quick Time Event. Have fun. Colonel, verschaffen auf jeden Fall. Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das. Lieutenant, ich. Ich sagte, ich mach das. Los! Ich hab... Muss ich so als Quicktime-Event das reparieren. Aber noch spiele ich den Nick. Du spielst Nick, ja, genau. Oh. Scheiße!
runtergefallen. Überall Federviecher. Alles ist schrecklich. Und er macht sich eigentlich nur Sorgen darum, dass die irgendwie jetzt noch mehr Leute rufen. Irgendwie statt sich zu freuen, dass eventuell Leute kommen, die alle da rauszuholen. Stattdessen bringt er die jetzt alle nochmal um. Und ich weiß nicht, es macht um sie rum bricht die Hölle los mit diesen Flederviechern. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Ja, komm. Jetzt, Kim, du bist dran. Ja, am Arsch. Komm schon. Steuer Gufu. Am Arsch. Ich find's geil. Also, wann darf man denn selber mal mitspielen? Das ist doch viel zu viel. Jetzt. Ach, danke. Das ist doch viel zu viel Story. Und dann auf. Also echt? Und man erwartet, dass man das hinkriegt. Diese scheiß Quicktime-Events. Ich krieg's doch gerade. Ja, genau, das ist übermenschlich. Das ist überhaupt nicht übermenschlich. Ey, wirklich, also da sitzt du wirklich eine Viertelstunde komplett unbeteiligt und schaust dazu, was die da für scheiß Entscheidungen treffen. Zwischendrin darfst du mal ein bisschen Steuerkreuz lenken. Ich muss es leider nochmal sagen, also es passiert nichts in dem Spiel wirklich. Ja. Und ansonsten werden nur scheiß Entscheidungen von jeder einzelnen Person da getroffen. Zwischendrin darf man dann selber noch Entscheidungen ein, zwei Mal treffen, die halt entweder komplett überzogen in eine positive oder in eine negative Richtung gerichtet sind. Und dann so, nachdem man so eine Viertelstunde nur komplett passiv da sitzt und sich da berieseln lässt von dem Quark, kommt dann zwischendrin und jetzt rückt Dreieck! Und du denkst so, was? Und stirbst vielleicht oder halt auch nicht. Und dann darfst du so ein bisschen das Steuerkreuz richten und das ist das Spiel. Exakt, genau so hätte ich es auch zusammengefasst. Kim, du bist dran. Okay, ich find's aber cool, wie ihr Blut trocknet. Das muss ich jetzt mal als Prop da lassen. Drück die Schulter dagegen! Ah, sie stößt jetzt dazu anscheinend gleich. Oh nein, wenn jetzt gleich so eine romantische Wiedersehenskacke kommt, dann breche ich. Bleiben Sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Überrascht dich das? Ich hab gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Das ist Alter, so das unprofessionell. Es ist nicht. Auf jeder Ebene so unprofessionell. Das ist so albern. Es ist so lächerlich. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Jetzt muss sie sich ihm erklären, oder was? Wem jetzt? Ich verstehe nicht. Ja, Eric. Ernst, ich wollte nicht mehr warten. So. Ich habe lange auf dich gewartet, Eric. Bis ich loslassen musste. Oh nein. Oh Gott, ist das unangenehm. Du liest nicht los. Ich schon. Ja, Mann. Ist jetzt auch einfach gut. Was ist los? Alter. Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Ja, warum ist sie jetzt hier, Rachel? Ihr hilft nichts mehr. Sie Mann! Wir müssen... Warte! Sie hat zwei Tage Zeit eigentlich. Sie hat zwei Tage Zeit. Sie braucht Hilfe. Sie gehört zu uns. Aus dem Weg, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Er hat's gehört. Und jetzt aus dem Weg. Ey, wie einig die sich jetzt plötzlich sind. Bitte, tun Sie es nicht. Okay, gut, sie ist schon ziemlich... Ja, sie ist schon ziemlich wasted. Ja, okay.
Okay, gut, jetzt ist es für sie auch unangenehm. Fuck! Fuck! Das ist eure Schuld! Ins Vorratszelt mit ihr! Sofort! Ey, wir sind aber auch wirklich, egal was man in diesem Game macht, das alles ist scheiße! Kleiner Rat. Sparen Sie eine Kugel für sie auf. Ja, wir werden sie noch sehr umbringen müssen, wahrscheinlich. Zug zum Haupttempel! Aber ja, es tut mir leid. Ich will auch einfach sehen, was mit ihr passiert. Ja. Also, aus Interesse. Vielleicht, also weil es eine schöne Szene gibt, wo sie sich so voll verwandelt. So Sailor Moon technisch. Ja, oh wow. Oh wow. Ohne ihn sind wir blind! Hilf mir! Von den Dingern darf kein Tier durch! X4-Kreis, X4-Kreis. Die sind doch schon drin! Hier kann niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Egal, was auf der Einladung steht. Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Scheiße, ist die eine von denen? Oh shit. Es ist niemand daheim! Das ist so schlecht. Es ist so gar nicht witzig. Zack, das fehlt uns noch. Immer noch kämpfen. Nein, kannst du nicht. Na komm, gehen wir. Okay. Das war okay. Das war ein netter Wechsel. Ja. Das war angemessen. Ja. Das war cool. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Ach, du hast dich jetzt einfach verpisst, oder was? Die hat gesagt, ich mach den Generator an. Und sie hat sich einfach verzogen, oder was? Nein, die hat jetzt irgendeinen Plan. Die fummelt jetzt was in der Zwischenzeit. Aber echt jetzt die eine Sache, die irgendwie retten kann, hat er jetzt hängen gelassen, dieser Volllauch. Alter, ich fass es nicht. Er hält jetzt erstmal die Tür alleine. Ja, bitte. Mit seiner Eric-Power. Mit seinem halben Bein. Nee, jetzt mal ernsthaft, ey, das ist doch nicht einfach. Oh, Scheiße. Wir brechen durch. Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Naja, also, das würde... Oh, jetzt. Das könnte man so stehen lassen. Okay, ich bin dran. Oh, du bist wieder dran. Okay. Das ist wahrscheinlich so, Dinge passieren parallel. Es ist doch einfach nicht dein Ernst, Mann. Ich bin einfach schlechte Quicktime-Events, das habe ich einfach schon gesagt, als wir dieses Spiel angefangen haben. Das habe ich gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Konzentriere dich jetzt. Gesagt, hallo Fatsch, schön dich kennenzulernen. Konzentriere dich jetzt. X4-Kreis, 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 X4-Kreis. Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit. Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja. Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor. Astor, die können da unten auch noch schneiden. Bitte, welche Lebensrichtung ist? Ja, los zum Tor. Alter, selbst. Echt jetzt? Du bist so wirklich. Nein! Leg dich mit deinesgleichen an! Was zur Hölle? Die haben Angst vor ihr. Weil sie so ein Hybrid ist.
wüsste, hätte ich mich nicht zurückgezogen, hätten wir erst nicht rausgefunden. Oh, alle haben hier Panik, alle feuern hier, machen sich nützlich. Alter, wenn ich jetzt auffeuere, ich habe gedacht, wenn ich mich zurückziehe, dann kann ich mich darum kümmern, dass ich hier an dieser komischen großen Sache arbeite, die sie geschnallt hat, die sie tun muss, damit sie irgendwie einen Wehrwert hat für alle anderen. Jetzt ist der Generator eh kaputt. Du bist dran, Gott sei Dank. Boah. Endlich mal jemand, der Quicktime-Events drauf hat. Ich sag dir, es war gut, sie leben zu lassen. An der Wand natürlich. Bleibt an der Wand! Natürlich, hä? Oh nee, warte mal. An der Wand. Macht das Sinn? Rachel! Los, Marie! Hast du jetzt gerade drei Leute umgebracht? Also... Nun! Sind jetzt auf einmal drei Leute gestorben? Mit dieser einen scheiß Drecksentscheidung? Das ist ja total bescheuert. Rachel ist tot. Ja, Nick. Wir haben Mist gebaut. Aber jetzt müssen wir unbedingt Abstand zu diesen Dingern gewinnen. Wir haben Rachel getötet. Das ist doch voll bescheuert. Wie kann es denn sein? Jetzt haben wir die alle da durchgetragen durch diese Scheiße. Nur weil eine Entscheidung jetzt falsch war. Sogar diese Zombie-Braut, verdammt nochmal. Jetzt sind die alle hops gegangen, oder was? Das waren doch jetzt drei Leute, oder was? Also wenn irgendwie geballert wird und überall Gegner sind, halt ich es jetzt nicht für smart, einfach mitten durch den Raum zu laufen. Wer hätte denn das wissen sollen, dass da verdammt nochmal Stolperdrähte sind? Da wurde, glaube ich, was eingeblendet, aber ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, dass das Stolperdrähte sind. Boah, fuckt mich das ab. Oh, dieses Spiel fuckt mich so ab. Alle zu entspannen. Es ist halt total willkürlich. Ja, diese scheiß Stolperdrähte hätten auch einfach mitten durch den Raum gehen können. Er soll die Waffe wegstecken. Du gibst mir. Das ist einfach nur fucking Glück gewesen. Bist du da sicher? Boah. Alter, also die Rachel-Tante ist tot, die Zombie-Tante ist tot und der Ken auch, ja? Und Ken ist auch tot. Toll. Wack ist Pisser. Ich meine, okay, wir haben jetzt Ruhe von dieser scheiß Liebeskacke, aber... Wenn diese Uniformen... Also es ist schon ärgerlich, dass man einfach diese drei Existenzen von einer Entscheidung abhängig macht. Das ist doch nervig. Penner um. Vor allem echt so, oh ja, Rachel ist tot. Nick. Ja, war eine Kackentscheidung, aber wir müssen jetzt nach vorne blicken. So, klingt so wie jeder deutsche Politiker, verdammt nochmal. Sie könnten uns echt helfen. Sie sind der Feind, Nicky. Ich vertraue keinem von euch. Also ich habe jetzt nur noch... Wieso vertraut er niemanden mehr? Ich verstehe das nicht. Du... An seiner Stelle würde ich denen auch nicht vertrauen. Guck mal, was die für eine Scheiße bauen. Die bringen sich ja noch selber um. Mann, aber du hast doch... Hä? Das heißt, deine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, dass du ihn verschont hast und ihm sogar gedeckt hast und sogar deine eigenen Leute belogen hast, dass er sich retten kann... Ist ihm scheißegal, ja. Ja, spielt auch keine scheiß Rolle in diesem Spiel. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut. Wir brauchen gerade wirklich jede Hilfe. Richtig sauer, ne? Boah, dieses Spiel fuckt mich ab. Es tut mir leid. Es ist einfach. Ich verstehe nicht, warum das so viele Leute geil finden. Oh Mann. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ah!
So, überlebt den Angriff. Heftran. Mitspielen. Ich konzentriere mich, es kann jeden Moment soweit sein. Schädelkette. Okay, ja. Ganz vom Anfang. Kruzifil? Weiß ich. Nein, weiß ich. Boah. Ey, wenn das jetzt das was ist bringt. Das ist dem einfach scheißegal. Ja, okay, das immerhin. Ist dem einfach scheißegal. Immerhin. Ja, okay, tschüss. Oh, komm, gib mir ein Quicktime-Event. Lass mich da mal rauskommen. Warum hat der mir das jetzt überhaupt zur Auswahl gegeben? Ja, um dass du feststellst, dass anscheinend das, was man so irgendwie über Vampirgegröße glaubt zu wissen, nichts bringt. Also ein Flock durch Herz wird wohl auch nicht so cool, aber ist wohl auch sein. Isst er gerne auf seiner Pizza. Ja, Mensch, also das ist doch jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um mal kurz kotzen zu gehen. Und, ohne Scheiß. Sich zu beruhigen. Ah, ich bin mega abgefuckt. Es tut mir wirklich leid. Wieso dir? Ja, weil ich ja die Entscheidung getroffen habe. Wir haben beide gesagt, die sollten lieber an der Wand entlang gehen, weil es sicherer ist. Es kann ja nicht sein, dass du mit einer Entscheidung gleich drei Leute umbringst. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Also ja, gut, auch in Real Life kann man mal für drei Leute eine scheiß Entscheidung treffen. Das weiß ich. Aber das es muss macht doch einfach irgendwie, keinen Spaß das muss sich doch Spielen. Verteilen auf die ganze Spielzeit. Ja, irgendwie. Irgendwann haben halt die Entwickler von dem Spiel anscheinend gedacht, oh fuck, ja, irgendwie sollten wir jetzt mal nochmal. Ein bisschen aussieben. Ein bisschen, ja, genau. Ey, ja, schön. Also, wenn es euch auch so wundervoll viel Spaß gemacht hat wie uns, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert die Glocke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Endspurt, habe ich das Gefühl. Bitte, schlimmer kann es nicht mehr werden. Bitte, ja. Bis dann. Ciao. Ciao.